Ein wichtiges Element und Instrument der Iserlohner Werkstätten ist der Bereich für intensive Arbeitsassistenz, Pädagogik und Pflege, kurz BAP. Auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes werden hier Menschen mit schwersten Handicaps durch individuelle Betreuung und Förderung unterstützt, ihr persönliches Leistungsvermögen aktiv einzubringen und zu entwickeln. Kaputt zum Beispiel ist das hauseigene Magazin der Iserlohner Werkstätten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum größten Teil mit schweren körperlichen Einschränkungen leben, aber über ein hohes Maß an kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten verfügen, erstellen hier viermal im Jahr das etwas andere Magazin, das sich primär mit dem Leben von Menschen mit Behinderung beschäftigt. Also mit dem Schreiben kann ich eigentlich so mein wahres Ich nach außen bringen. Einfach meine Gedanken, mein Schreibstil. Einfach, also Wörter, mit Worten kann man sehr, sehr viel erreichen. Wir versuchen, die Artikel auch so persönlich wie möglich zu schreiben und dass der Leser wirklich denkt, er ist live dabei. Also quasi wie so ein Buch mit Kopfkino. Kaputt ist mit seinem kompletten Redaktionsteam im Bahnhof Letmathe zu Hause. Ein spannendes Magazin, das für jeden interessante Einblicke in ein Leben mit Behinderung bietet. Also das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Ich sage mal, für mich selber ist das natürlich auch, sich beruflich so auslassen zu können, beziehungsweise so zu arbeiten. Ich nehme es manchmal gar nicht als Beruf wahr, sondern es ist klassisch so wirklich, ohne zu pathetisch zu klingen, wie Berufung. Und so ist es für die Leute auch. Es ist wie ein Sechser im Lotto, dass man das, was man hier sich über lange Jahre jetzt erschaffen hat, auch wirklich mal auskosten kann. Wir arbeiten jetzt mitten in der Öffentlichkeit. Unser Magazin erscheint, seit wir hier sind, international. Das heißt Österreich, Schweiz und Holland. Mittlerweile haben wir Abnehmer. Wir sind ganz klein mit 350 Exemplaren angefangen, gehen jetzt knapp auf die 1500er Marke zu, und das ist wirklich ein Teil, wo man ja auch merkt, das Ding wird gelesen. Also keiner kauft es aus Mitleid, beziehungsweise bezieht es aus Mitleid, sondern es zählen die Inhalte. Ja, und da sind wir jeden Tag akribisch. Ja, also das ist ein völlig normales journalistisches Arbeiten. So vielfältig die Menschen, so vielfältig ist auch das unterstützende Angebot der Iserlohner Werkstätten. Die Abteilung mit tagesstrukturierendem Angebot, kurz TASA, richtet sich an Menschen mit Handicaps oder auch chronisch-psychotischen Erkrankungen. Ich bin hier Gruppenleiterin in der TASA und meine Aufgabe ist das, die Menschen bei der Arbeit hier zu begleiten und den Arbeitstag so gut wie möglich zu ermöglichen. Die Arbeit ist hier sehr wichtig den Menschen. Zum einen ist es, dass die Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. Und zum anderen ist auch diese Tagesstruktur und dieses Ich bin hier und ich erschaffe was, ich erstelle was und ich erfülle etwas. Und ich bin hier wichtig und ich werde gebraucht. Neben intensiver Assistenz bedarf es auch klarer Strukturen für die Beschäftigten. Ja, ist mit Sicherheit so ein bisschen individueller auch zu gestalten, weil das ein Personenkreis ist, der sehr komplexe Handicaps hat. Und deswegen müssen wir halt auch immer gucken, dass wir mehrere Angebote sehr personenzentriert hier anbieten können. Viele der Angebote werden durch eigens für die Tätigkeit erstellten Aufbauten erst möglich gemacht. Sei es zum Beispiel das Aktenvernichten, das in verschiedene Teilsegmente aufgeteilt wurde. Oder aber einfache produktionstechnische Arbeiten, immer abgestimmt auf die Fähigkeiten des Einzelnen. Es geht dabei auch um Verlässlichkeit, Konstanz und eine klare Struktur. Wir arbeiten hier mit personenzentrierten Tagesplänen bzw. Wochenplänen. Durch diese Pläne können wir uns ganz individuell auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung einstellen und auch den Arbeitsalltag bestmöglich durchführen oder auch die Menschen durch den Arbeitsalltag zu begleiten. Wichtig ist immer der Mensch, ob mit Handicap oder ohne. Es geht um persönliche Ziele, um Kommunikation und um Entwicklung. Personenzentriert, intensiv und das in der Geschwindigkeit des einzelnen Menschen.